Machen wir mal einen Abendschwenk. Beziehungsweise einen Abendzoom. Das, was da hinten noch übrig ist. Dieses komische Teil, das ist jetzt das, was wir in diesem Winkel noch an Sonnenlicht zu erwarten haben. Das kann man jetzt, wenn man den Zoom nicht nimmt, ja nicht mehr erkennen als Sonne. Da gibt die ganze reflektierende Umrandung mehr Licht als der Leuchtkörper selbst. Es ist unglaublich, wie die Atmosphäre da zugeblasen ist mit Partikeln. Ist natürlich aber auch der Winkel, wo also die Reflexion maximal ist. Der Physiker redet da dann irgendwann bei Wasserflächen oder auch bei anderen Medienübergängen von Totalreflexion. Da kann man hier nicht sagen, kommt ja noch an, sieht ja noch aus wie Sonne. Hier oben sehen wir, wie, mit welcher Technik das Ganze veranstaltet wird. Das ist natürlich jetzt wieder ganz schwer, nur für die Kamera scharf zu stellen. Aber rauskommen tut im Endeffekt dabei, dass uns das Sonnenlicht entzogen wird. Da ist ja sogar noch ein Bötchen draußen. Ist übrigens Freihand, was ich hier mache. Aber die Kamera hat das nicht wirklich richtig scharf. Wahrscheinlich deswegen. Naja, vielleicht ist hoffentlich auch nur das Display scheiße und auf dem Bildschirm sieht es nachher besser aus. Ja, wir drehen nochmal rum. Was macht der andere Koffer? Ja, das ist eigentlich das, wovon ich rede an schönen Tagen. Übrigens, nur zur Vollständigkeit, wir haben 1030 Millibar, höchstes Hochdruckgebiet hier. Und dann ist normal der Berg auch klar und frei und keine Kappe drauf. Aber naja, mit keine Kappe drauf ist ja bei den Bedingungen jetzt hier heute schon ein Wunder, dass da nicht doch wieder eine Kappe drauf ist. Man sieht ja, was los ist. Ringsrum gleichmäßige rosane Reflexion. Hier sieht man noch ein paar verteilte Streifchen, wo der Komiker wieder sagen kann, wunderschöne Wolkenformation. Wo hast du das aufgenommen? Ja, mein Kanalname sagt nichts über den Ort aus, wo ich das aufnehme. Okay, weitermachen. Weitermachen, schlafen gehen und alles so lassen, wie es ist. Macht euch keine Sorgen und wählt den Herrn Hörstel, wie Frobi sagt. Dann wird alles gut. Tschö. Ich sag euch mal, geschissen ist. Überhaupt nichts wird gut. Das sind alles Systemnutten. Okay, ich werde das später nochmal denn besser begründen, aber ich meine, wer in diesem System systemkonform vorgehen will, kann nur eine Systemnutte sein. Das System muss komplett weg. Aber muss jeder selber merken oder so. Ihr könnt alle an Change glauben, wenn Hörstel mit der AfD koaliert und merken, geht genauso weiter wie vorher. Aber denn haben sie wahrscheinlich genug Zeit gewonnen, um damit denn auch noch mehr Leute verblödet sind und überhaupt ja nichts mehr merken. Ach, hier könnte man ja vielleicht noch mal kurz zeigen, von hier aus sollte das aussehen. Ja, man sieht's. Das ist der Roche de Decan, von dem ich schon öfter einen 360er gemacht hatte oder sprach. Das heißt Hundegesicht. Und aus dieser Perspektive jetzt kann man erkennen, was ihr meint. Das sieht aus wie ein offenes Maul von einem Hund. Das heißt, das sah vielleicht vor 100 Jahren mal so aus. Aber ein bisschen engen Zahn ist noch zu erkennen und der untere Kiefer und das sollte aussehen, also deshalb heißt das Hundegesicht. Weil das mal aussah wie ein Hund mit einem offenen Maul. Oh, so kleine Bildungslücke, die keiner hatte, mal wieder geschlossen. Okay, tschüss.